Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Yacht Collects mit den Figuren der Black Series von Hasbro und zwar in der Phase 3 Kollektion, wie sie jetzt bei Walmart im Dezember 2015 herauskam. Diesmal war es ja leider so, dass die Black Series 3/4 Figuren, jemals also 4 Inch Figuren, leider nur ja, es hat sich kein anderer Distributor quasi gefunden als Walmart. Und Walmart wollte unbedingt so als Alleinstellungsmerkmal halt bessere Figuren haben zum Anlauf von Episode 7 und hat daher dann die Black Series Figuren geordert. Hätte es Walmart nicht getan, hätten wir überhaupt keine Figuren gehabt. So mal vorweg, weil ja viel jetzt auch rumgeht, von wegen die Sculpe hätten alles aufgekauft und es gäbe in den ganzen Walmart-Läden überhaupt keine Figuren und alles überteuert und so weiter, möchte ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Das ist jetzt so gesehen die, vorerst zumindest, die letzte Figur, die zu The Force Awakens rauskam. Die OT-Figuren, die bei Walmart auch in der Black Series Phase 3 veröffentlicht wurden oder herauskamen, waren Repacks von teilweise, wie ich persönlich finde, nicht ganz so tollen Figuren. Also Han Solo, das war mehr so ein sehr dünner Sculpt. Also das war irgendwie, hat man Angst, dass er da auseinanderbricht, wenn man anfasst. Und Chewbacca war auch eine sehr, sehr alte Figur. Ich glaube, sogar der Vader, das war halt die 500. Figur, die rauskam. Also zur 500. Figurveröffentlichung von Hasbro hatten sie dann den Vader damals produziert. 2005, meine ich. Und der wurde dann quasi als Repack dann als Black Series Figur verkauft. Finde ich schon ein bisschen armselig. Da gab es also deutlich bessere Raiders, die man hätte vertreiben können, aber okay. Zumindest jetzt hier bei den Force Awakens Figuren kam, kurz mal die Packung mal ins Bild halten, ganz vergessen, bevor ich sie hier aufschnippel, komplett. Halt auch wieder das typische Outfit der Phase 3, angelehnt jetzt auch an die 6-Inch Boxen, was ich also sehr, sehr gelungen finde. Macht aber auf jeden Fall auch schon ein bisschen was an Budget, jetzt so eine Box herzustellen. In der Summe, klar. Also jetzt in der Herstellung selber sind es halt Cents. Ja? Wenn überhaupt Cents, vielleicht ein halber Cent. Die Verpackung mehr kostet als jetzt eine Karte. Nur in der Masse macht das halt auch was. Und ein Unternehmen spart da natürlich. Und deswegen finde ich es also toll, dass sie hier auf die Boxen gegangen sind. Aber wie gesagt, die ganze Preispolitik, die möchte ich jetzt nicht hier quasi diskutieren. Denn teilweise wird es auch schon tot diskutiert. Weil diejenigen, die sie verstehen, oder die halt ich will nicht sagen Ahnung von der Materie haben, aber halt ein bisschen mehr Details kennen, werden eigentlich ziemlich gebasht von den Leuten, die keine Details kennen und einfach nur immer im Rummosern sind, aber das ist ja meistens so. Und damit mal den Stormy aus der Verpackung gezogen. So, ich halte mal so hin, dann müsste eigentlich auch in der anderen Kamera da unten noch zu sehen sein. Auf den ersten Blick halt eine ganz akkurate Figur. Beinstellungen finde ich soweit erstmal okay. Was man schon mal sehen kann, ist, dass er zwei Blaster dabei hat. Als Auspackfigur, muss ich allerdings sagen, sind diese Boxen vielleicht doch etwas zu viel. Zum Display halt. Toll. So. Ups. Das war jetzt ein Blastergewehr, was da jetzt mal zu Boden gepurzelt ist. Jetzt den kleinen Blaster bekomme ich jetzt gar nicht raus. Aber jetzt auf den ersten Blick würde ich schon sagen, den Blaster kennen wir allerdings nur in Schwarz bislang. Das ist nämlich dieser Offiziersblaster. Der jetzt auch schon diversen Figuren halt in komplett schwarz beilag, aber den vergleichen wir nachher nochmal. Ich muss mal kurz hier abtauchen. Ich sehe ihn auch schon. Ich sehe ihn. Und natürlich auch die Waffe, die wir jetzt schon von anderen Stormtroopern erkennen. So, einmal wieder platzieren. Ein bisschen doof hier, im Mollstuhl. Da rolle ich jetzt fast den Tisch über den Haufen. So, wir haben, wie gesagt, eine Black Series Figur gerade ausgepackt. Das heißt, wir haben hier ein Kugelgelenk im Kopf, was aber die 5 Poas ja auch haben.
Nicht alle, aber teilweise. Dann das Schultergelenk zum. Aber man sieht schon, er kann den Arm gar nicht so. Doch jetzt hier kann er weiter hinten machen. Hier klemmt er ein bisschen, weil er da dann halt unter die. Unter dem Brustpanzer und dem Rückenpanzer halt greifen muss. Der Schulterpanzer. Also Dreh- und Knickgelenk. Beugegelenk. Dann Beugegelenk und Drehgelenk natürlich im Ellenbogenbereich. Und Drehgelenk im Handbereich. Nicht wie bei der Ray eine knickbare Hand, keine Beugehand. Und der andere Arm sieht halt genauso aus. Also auch das etwas problematische Schultergelenk zum Drehen und Beugen. Hier muss man jetzt ein bisschen drauf gucken, wie. Nee. So. Ja, das Beuge, Ellenbogengelenk und die drehbare Hand. Dann haben wir hier im Bauchbereich halt, Oberkörperbereich halt, das nächste Gelenk drin. Dann hat er auch diese als Kugelgelenk bezeichneten Hüftgelenke. Zur Seite kriege ich das jetzt nicht so wegen der Seitentasche. Aber er kann es halt dann auch drehen und biegen. Das Ganze auch im Knie auch ein bisschen drehbar. Das heißt, er kann es eigentlich komplett drehen. Und das hier natürlich auch. Und dann natürlich die Fußgelenke auch dann zum Drehen und zum Anwinkeln. Denn man braucht ja sowas auch, um halt die gefallenen Trooper dann irgendwie vernünftig darzustellen, wenn die halt dann irgendwie so gerade noch so irgendwie sich versuchen, irgendwie an die Seite zu robben, wenn auch was passiert ist. Denn. Oder halt wenn man so ein kleines Basketballspiel auf dem Dings nachstellen will. Auf dem Todesstern. Nein, gab's ja nicht. Auf der Starkiller Base. Entschuldigung. Wir reden hier von Episode 7. Also die typischen Drehgelenke. Oder als Ballerina. Geht quasi alles, weil wir die wunderbare Super Articulation haben. Auch kurz in amerikanischen Foren immer zu lesen. SA. In Deutschland immer ein bisschen doof, wenn man das Wort, die Buchstaben, das Buchstabenkürzel verwendet. Oder danach sucht, dann kommt man immer oftmals auf andere Seiten, wo man gar nicht hin will. Aber das ist immer die gängige Abkürzung für super artikuliert. So, dann hat er halt den erstmal an die Seite, bevor er, warte mal. Dann halt den herkömmlichen Blaster. Bei dem Blaster ist es auch wieder so, dass er, das habe ich eben schon gesehen, am Oberschenkel, der muss ein bisschen gedreht werden, so, muss er an der Seite sitzen, hat er auch wieder diesen kleinen Schlitz drin für den Blaster. An der Innenseite ist dann halt auch wieder der kleine Pack zum Dranklippen und der hält super. Ich habe eben richtig gemerkt, dass der so ein bisschen eingesnappt ist. Und bei der kleinen Waffe meine ich, ja, da ist auch sowas dran. Man kann also beide Blaster, das Blastergewehr und den Blaster, sich seitlich an den Oberschenkel dran snappen lassen. Das obere Gelenk finde ich mal wieder ein bisschen zu weich. Das schlackert mir doch ziemlich rum. Und wenn man da zu stark biegt, dann kommen wir gerade an den Seiten, was ihr eigentlich auch nicht so gefällt, immer diese komischen Rundungen hervor, die ja da sein müssen, um halt die Drehbewegung halt durchführen zu lassen. Aber wenn er zu stark gebeugt ist, dann sieht man das halt immer. So, jetzt die beiden Blaster. Ich mache doch nochmal erstmal den Vergleich mit dem normalen Stormy, den wir schon mal ausgepackt hatten. Dem Basic Stormtrooper, einfach nur nochmal zu gucken, wie sich das Ganze mit den Teilen verhält. So, das ist jetzt der Blaster. Also, den packe ich da oben hin, nicht, dass ich mir hier vertausche. So, dann mal eben die beiden Helme angeschaut, ob da eventuell das gleiche Werkzeug ins Spiel gekommen ist oder ein anderes. Obwohl das jetzt verdammt schwer zu beurteilen ist, muss ich sagen. Ich muss jetzt wirklich mit einem Messschieber arbeiten, um da was festzustellen. Oder wirklich mit einer Lupe. Also den Glanzgrad finde ich cooler. Und der ist auch weißer als der Basic Trooper. Die Bemalung ist auch
aus der Entfernung gesehen doch sauber. Beim Black Service Trooper. Da ist mir noch dieses Weiße über den Augen, ist noch so ein bisschen zu erkennen. Gut, dann was auffällt, wenn man weiter runter geht, jetzt auf die Brustplatte. Da sieht man halt, dass er oben und seitlich halt diese schwarzen Markierungen hat, wo mir das oben auf Fotos eigentlich mal so vorkam, dass das ein Schatten war. Aber gut, dann haben sie es hier jetzt als richtige Markierung ausgelegt. Kann natürlich nicht das gleiche Werkzeug sein, weil ja der eine auch Bauchschmerzen haben kann. Und der andere muss halt steif bleiben. Kann sich halt eben nicht in der Hüfte bewegen. Nicht in der Hüfte, im Bauchbereich halt. Das Gürtelteil, muss ich mal gucken, ist das hier angegossen oder nicht? Beim normalen scheint es, nee, er sitzt auch nicht dran. Ist bei beiden Figuren auf jeden Fall angesetzt. Ist aber auch ein unterschiedliches Werkzeug, denn der Basic Trooper hat mehr Riveln auf dem Gürtel. Der Black Service war auch, aber nicht so stark spürbar. Ja gut, die anderen, die Arme und sowas, das ist klar, dass das ein neues Werkzeug sind. Also würde ich auch mal sagen, es ist komplett eine rundum neu erstellte Figur, die nicht irgendwie gekitbashed ist, von einer anderen Figur halt Teile beinhaltet, sondern für sich allein steht. Also so steht auch alleine. So, dann mal die beiden Blaster verglichen. So, jetzt habe ich in der rechten Hand den. Also ich packe den jetzt nach unten, um das mal ein bisschen zu sehen. Unten ist jetzt der alte und da kann man schon sehen, dass der Black Service Blaster noch ein bisschen mehr bemalt ist. Und zwar vorne an dieser ausklappbaren Schulterstütze hat er zwei Punkte, bei dem anderen ist bloß einer. Das Magazin ist bemalt. Und an der Seite ist auch noch so ein Bereich schwarz gemacht bei dem Black Series Blaster. Und es ist auch ein anderes Werkzeug, denn der Black Series Blaster, ich versuche es mal ins Bild zu halten, ob man es hier in der Kamera sehen kann, dieser kleine Pack, dieser Stift, dieser eckige, der halt in die Oberschenkel, in diese Vertiefung reinpasst, um den Blaster halt an den Oberschenkel zu klippen, ist beim Black Series Trooper doch ein bisschen, fast sogar doppelt so breit als beim Basic Blaster. So. Und auch die Farbe ist ein bisschen anders. Aber das ist jetzt das stärkste Merkmal eigentlich, dass der Black Series Blaster, wie gesagt, einen längeren Stift an der Seite hat für die Oberschenkelbefestigung. Der Kleine, brauchen wir jetzt gar nicht mal so viel gucken. Doch, gucken schon, ob es das gleiche Werkzeug war. Nicht, dass hier nachher einer auf die Idee kommt, den normalen Blaster, den kleinen schwarzen, jetzt anders anzumalen. Aber wenn man so umdreht, sieht man schon, dass der Blaster, der jetzt bei vielen anderen Figuren aus der Basic Line schon dabei war, der kleine schwarze Offiziersblaster, dass der halt überhaupt nicht diesen Pack an der Seite hat. Und auch ein bisschen von den Konturen leicht nochmal abweicht. Vor allem ist beim, ich muss auch ganz ins Licht halten, beim der Black Series Blaster ist sogar viel filigraner gestaltet, denn hier oben in diesem Bereich, ich hoffe, dass die Kamera auch jetzt scharf stellt, ist zwischen Scope, also Zielfernrohr Einrichtungsdings hier oben und Waffe, ist Luft. Das heißt, man kann da durchgucken. Und auf diesen kleinen Spalt wurde halt bei der Basic-Waffe halt verzichtet. Da sind bloß die Löcher angedeutet durch kleine Vertiefungen. Halt in dem Bereich. Ob man es dann sehen kann, hoffe ich mal. So, hier nochmal eben kurz der Blaster aus der Black Series hoch. Hier in dem Bereich kann man also quasi dann durch
den Blaster durchgucken. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal die Black Series-Figur von oben nach unten durch, auch was jetzt die Bemalung betrifft und auch die einzelnen Details. Kopfmalung fand ich so also super, dann auch die Torso-Bemalung oben, der Drucker ist auch sauber aufgebracht auf dem oberen Panzer. Der auf dem Gürtel finde ich jetzt nicht ganz so schön. Da scheint der ein bisschen verrutscht zu sein. Da ist er bloß halb auf dieser einen Tasche auf so ein Dings drauf. Dann an den Oberschenkeln selber kommt das Schwarze auch ein bisschen wieder. Ist Schwarz ein bisschen übermalt worden auf die weißen Rüstungsteile. Ist nicht ganz so schön. Vom Glanzgrad her finde ich die Beine, finde ich den Kunststoff super. Da war der aus der Basic Line doch ein bisschen matt. Als wenn da die Oberfläche ein bisschen erodiert war, hieß er wirklich Hochglanz. Und auch seitlich ganz gut zu erkennen. Hier unterm Arm hat er noch so Klappen. Das müssen wir kurz hier mal beim angucken. Auch. Das Pauldron. Ja, so ein bisschen die Übermalung, diese Übergänge schwarz-weiß, ein bisschen unschön, aber ansonsten die Stiefel sehen wiederum gut aus. Und Rückseite macht sich soweit auch im Prinzip ganz gut. Da auch habe ich im Netz schon ganz andere gesehen, die halt stärker übermalt waren. Tja, da habe ich ja wieder Glück gehabt. Jetzt mal vielen Dank an den freundlichen Überbringer dieser schönen Figur. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass ich da mal so relativ schmerzfrei noch an die Black Series-Figuren rangekommen bin. Zumindest die, die mich halt interessiert haben. Und es waren halt die Force Awakens und halt die Leia. Obwohl die Leia hatte ich woanders her, weil die hatte ich ja nicht mehr verpackt bekommen. Zur Haltung des Blasters ist der schon ziemlich lose in der Hand. Also der wabbelt da ziemlich rum. Man sieht auch, ich brauche da gar nicht so doll ziehen, dass der halt wieder rausgeht. Der kleine Blaster hingegen sitzt doch schon recht stramm in der Hand. Ja, und man kann dann wirklich, also ist schon nicer, wenn man jetzt wirklich nicer. Wirklich schön anzusehen, wenn man die Figuren wirklich platzieren kann. Das kann ich auch immer wieder nachvollziehen. Allerdings, wer sich jetzt ein Diorama baut und die Figuren halt wirklich fest drin installiert haben will, der bekommt es auch hin, die Basic-Figuren so umzubauen, dass die halt wirklich auch in verschiedenen Positionen dann auch verwendet werden können. Ist natürlich dann bei den Black Series-Figuren einfacher, aber dann muss man halt auch sich selbst eingestehen, wenn man mehr haben möchte, wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe und mehr drin haben will und nicht nur diese einfache Basic-Ausstattung haben will, dann kostet Zubehör halt extra. Und so ist das dann hier halt auch. Jedes Gelenk kostet dann halt. Gut, es gibt dann wieder Argumente von wegen, ob die, da sollten sie ja bei den Zubehörteilen, bei diesen Bildwappen-Sachen sparen und dafür dann die Gelenke einbauen. Rechnet sich nicht. Also man kann es da nicht vergleichen, jetzt packen die ja so ein großes Teil rein, dann können sie auch kleine Gelenke reinbauen. Das ist in dem nicht so, das beginnt bei der ganzen Kette schon allein bei der Modellierung, dass das schon viel aufwendiger ist und das summiert sich dann natürlich irgendwann oder addiert sich dann natürlich am Ende hoch und das macht nachher auch den Preisunterschied aus. Auch wenn es nur dann irgendwie $2 oder $3 sind, das. Aber egal. Es geht um Figuren und nicht um Verkaufspolitik von Unternehmen. Da kann man dann bei denen, die es nicht hören wollen, sowieso nichts sagen. Da redet man gegen die Wand. Das ist genau wie im Unterricht. Wenn einer festgefahren ist in seiner Meinung, dann bleibt es auch dabei. Und wenn dies halt dann irgendwie doch ein bisschen zu Fehlern führen kann, dann wird aber trotzdem nicht davon abgegangen, weil eigentlich ist das ja richtig, was ich mache, dann muss irgendwas anderes, die Luft war gerade doof oder sowas. Also ich finde den Trooper jetzt auf jeden Fall sehr cool. Wer ihn bekommt, kann den natürlich dann auch, sollte ihn dann unbedingt kaufen. Und eins mache ich jetzt nochmal ganz fix, das hatte ich ja bei einer anderen Figur auch schon mal gemacht. Ich hole jetzt nochmal den Finn hervor, denn wir wissen ja aus dem Film, dass Finn ja nur auch in seiner Trooper-Rüstung anfangs noch zu sehen war. Und können wir uns da einen Stormy-Finn basteln?
Mist, welche Nummer hat der gehabt? FN2287? Verdammt. So, und zwar machen wir das mit einem ganz einfachen Kitbashing. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach den Fin hervor. Zupfen ihn in den Kopf von den Schultern. Das ist mir das Gäule, mit dem, dass man nicht boilen muss. Aber man sieht auch jetzt schon, es wird nicht gehen, denn die Kugeln sind definitiv in der falschen Größe. Man müsste also anfangen, halt den Kopf von Finn halt innen so ein bisschen mit dem Dremel oder Proxon, ist ja bevorzuge Proxon, ein bisschen ausfräsen, um den dann drauf zu packen oder halt die Kugel kleiner zu fräsen oder zu schleifen. Das geht also hierbei dann schon mal nicht. Andersrum natürlich schon, aber dann ist der Helm natürlich sehr schlackerig. Und wenn man dann nachher sogar einen Helm haben möchte, der auf die Figur draufgesteckt werden kann, der müsste dann anfangen, den auch noch auszufräsen. Ob es sich jedoch unbedingt lohnt, jetzt da den aus der Figuren, von der gerade von der Black Series, aus der Figuren eine zu machen, bezweifle ich doch, preise ich doch so ein bisschen. Aber wer es hat, der hat's und der kann es auch gerne tun. Okay. In diesem Sinn, vielen Dank fürs Reinschalten, fürs Mitdabeisein, fürs Zuschauen, fürs Interesse zeigen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann. Tschüss.